Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Brian's Corner mit einer weiteren Folge des Let's Plays zu Pokémon Leuchtende Perle auf der Switch. Wir befinden uns, ich kann das euch mal eben einblenden, auf der Eiseninsel. Und ja, da sind wir jetzt in der Höhle von der Eiseninsel und haben jetzt zuletzt hier den Urs getroffen, der uns jetzt quasi durch die Höhle ja begleitet. Das gleiche hatten wir ja auch schon mal im Ewigwald. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal. Wir müssen natürlich hier gegen die anderen Pokémon-Trainer kämpfen. Die Leute von der Fleetburg Arena nutzen diesen Ort für ihr Training. Hey, das ist kein Spielplatz. Wenn du spielen willst, tritt gegen mich an. Ja, natürlich auch hier auch nochmal der Hinweis. Sollte es irgendwie da draußen geben, die von euch irgendwie die Videos überspringen, weil wir gehen ja jetzt hier erstmal in der Hauptstory nicht weiter. Ne? Das sind jetzt Sachen, die wir machen, die schon hätten vorher eigentlich gemacht werden können, wie auch immer. Das holen wir jetzt alles ein bisschen nach. Und ja, irgendwann später werden wir uns dann auch, wie gesagt, nochmal natürlich zur Pokémon-Liga begeben. Aber erstmal müssen wir hier noch ein bisschen für klare Verhältnisse sorgen. Ne? Deswegen, also wenn da wer von euch jetzt hieran weniger Interesse hat, gerne sonst ins nächste oder auch übernächste Video springen. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir mindestens noch 3-4 Videos damit beschäftigt sein werden, hier uns noch ein bisschen umzuschauen in Sinnoh. Deswegen auch nochmal der Hinweis von mir. Ja. Es könnte ja sein, dass es irgendwen gibt, wie gesagt, von euch da draußen, der oder die einfach noch sehen möchte, wie wir jetzt zur Pokémon-Liga rennen und die Top 4 irgendwann herausfordern. Und ich dann schön einen auf die Nase bekomme. Ja, natürlich ist auch klar, das habe ich jetzt auch schon häufiger gesagt, müssen natürlich unsere Pokémon auch noch ein bisschen trainiert werden, ne? Also sonst kommen wir halt echt nicht weit. So, währenddessen sind wir hier mit den beiden Arbeitern erstmal beschäftigt. So, jetzt kommt noch ein Stalos rein. Würde ich sagen, gehen wir erstmal auf Stalos drauf und dann gucken wir mal. Ja, der hält natürlich noch einiges aus. Wir gehen nochmal auf Stalos. Ich will jetzt gleich nochmal schauen, ob ich irgendwie nicht vielleicht diese Animation hier ausstelle, oder? Weil hier bei den Trainerkämpfen, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie so notwendig ist. Ich würde es auf jeden Fall nachher, wenn wir irgendwann zur Pokémon-Liga gehen, würde ich es auch wieder einstellen. Weil dann finde ich es wieder in Ordnung. Aber hier ist es ja eher dann verlorene Zeit, oder? Deswegen, ich guck gleich mal. Vielleicht kann man irgendwas noch ändern. So. Sehr gut. Gucken erstmal rein. Das ist eine Psycho-Attacke. Okay, erhöht Spezialangriff. Okay, ja, nee. Alles gut. Vielleicht sollte ich zur Arena gehen, um dort zu trainieren. Ja. Das wäre eine Idee. Du hast mich an die Wand gespielt. So, erstmal das Item. So, Top-Trank. Sehr schön. So, und jetzt schauen wir nochmal eben nach.
Einstellungen. So, ich würde es jetzt mal ausstellen, oder? Also. So, das ist okay. Das haben wir schon mal ausgestellt. So, ja. Okay, 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 okay. Hier. Das ist ja das, was ich schon mal gesagt habe, ne? Dass wenn man gegen, wenn man jetzt Arenaleiter irgendwie kämpft oder generell, wenn uns Trainer gegenüberstehen, die während des Kampfes irgendwas von sich geben. Das ist einfach so schnell weg. Ich komme da kaum mit, aber. Naja. So, jetzt haben wir erstmal die Animation ausgestellt. Ich will hoffen, dass es jetzt ein bisschen zügiger geht. Und dass wir so auch wirklich, wie gesagt, ein bisschen schneller vorankommen hier in der ganzen Sache. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo waren wir noch nicht. Hier waren wir zum Beispiel noch nicht. Dann kämpfen wir gegen die zwei auch einmal. Wenn ich dich besiege, dann wäre das mein 100. Sieg in Folge. Los geht's. Ich werde dir ordentlich Respekt vor Karate einbläuen. Dann zeig mal her. So, dann fangen wir mal an. Ich würde sagen, nehmen wir einfach mal einen Funkensprung, ne? So. Dann würde ich sagen, machen wir das Ganze noch einmal. Hat ja eben so gut funktioniert, das Ganze. Gut, klar ist natürlich auch, unser Luxra ist irgendwie mindestens 20 Level drüber. Ja. Du kannst dir nicht vorstellen, wie frustrierend diese Niederlage ist. Ja, vor allem, wenn du kurz vor der 100 stehst, ne? Entschuldige, das war wohl etwas großmäulig von mir. Ey, das ist der Erste. Das ist der Erste, der es einsieht. Okay, ich sehe das, oder ich nehme das als Entschuldigung an. Ein Magnet, oder? Dennoch ist er der Einzige, der es jetzt wirklich mal eingesehen hat. Also können und dürfen gerne mal mehrere. Ja, okay. Eine Eisentafel gefunden und dort steht, eingraviert: Drei Lebewesen brachten das Urwesen hervor, um Zeit und Raum zu binden. Ich frage mich aber gerade, ich habe doch hier... Ach so, ich muss noch hier drauf gehen, oder was? Ja, keine Ahnung. So, Schutz-Item. Top-Schutz. Machen wir da drauf. Ist natürlich sehr hilfreich hier für uns. So, gegen die zwei kämpfen wir auch nochmal. Starke Pokémon, starker Trainer. Fällt dir ein Ort ein, an dem man besser trainieren kann als hier? Wenn wir jetzt kämpfen, werden sowohl deine als auch meine Pokémon stärker. Wir profitieren also beide davon. Nicht schlecht, oder? Also dann, auf in den Kamm. Okay, wir sind wieder an der Reihe. Ich würde sagen, wir gehen mal auf das Mogelbaum.
Okay. Sehe es gerade richtig, dass er noch alle seine drei Pokémon hat? Da ist natürlich in die Hose gegangen. Weil war ja kein Pokémon mehr da. So, hier unsere Unlichtattacke. Die ist natürlich jetzt sehr effektiv, ne? Weiter so. Das ist halt echt blöd, ne? Das ist halt echt wirklich blöd. Sieht doch echt ein bisschen komisch aus, aber... uns soll es ja recht sein, ne? Wenn die Attacke dann daneben geht, weil das Pokémon halt vorher schon besiegt wurde, daher. Alles gut. So, okay. Das war ein toller Kampf. Deine Pokémon und du arbeiten sehr gut zusammen. Ich wäre lieber durch einen Sieg stärker geworden. Gibt auf jeden Fall einiges an Poké-Dollar. Och nee, ne, jetzt steht ihr hier schon wieder, ne? Auf euch habe ich ja jetzt echt gar keinen Nerv eigentlich. Aber da vorne ist noch ein Item. Und da müssen wir mal gucken, wie wir da drankommen, ne? So, hier. Das sieht gut aus, ne? Gucken wir, was wir haben. KP Plus, okay. Ich habe gerade eben. Jetzt will ich nochmal. Ich habe keine Ahnung. Also. Vielleicht können wir das hier nochmal anwenden. Irgendwo hier in der Ecke. Ich weiß auch nicht mal, was das überhaupt darstellen soll. Also stehen wir zum Beispiel jetzt hier, sind wie in der Mitte. Und wenn man hier irgendwo was findet, muss man sich entsprechend... ich weiß es nicht. Hier sind wir falsch. So, unser Schutz ist gleich. Gerade davon gesprochen, schon kommt die Meldung. Sehr gut. So, jetzt gehen wir bei der hier her und dann kämpfen wir auch gegen die zwei von Team Galactic. Urs sagt, jetzt wird mir so einiges klar. Dass die Pokémon hier so unruhig sind, ist wohl auf eurem Mist gewachsen. Wie? Es schert mich einen feuchten Kehricht, welche Gründe ihr habt, aber ich lasse nicht zu, dass ihr in meiner Mine Probleme macht. Der Rüpel von Team Galactic spricht, wir sind von Team Galactic und wir schnappen uns alle Pokémon, die wir wollen. Stimmt doch, Partner, oder? Ja, der Partner, der spricht, du bringst es auf den Punkt, Kumpel. Genauso machen wir es. Wir schnappen uns alle Pokémon auf dieser verrosteten Eiseninsel. Ja. In Freud und Leid sollt ihr einander beistehen, so lautet die Devise. Nach diesem Vorsatz leben Trainer und Pokémon in der Sinnoh-Region. Deshalb lasse ich es nicht zu, dass jemand wie ihr diesen Verhaltenskodex bricht. Los, Jupp, diesen Kampf müssen wir einfach gewinnen. Okay, ich bin auf jeden Fall bereit. So, wir fangen erstmal mit Zubat an, ne? Ist klar. So, das war schon mal effektiv. So, das müsste jetzt eigentlich auch sehr effektiv sein. Sehr gut. Okay, die Bunkel kommt als nächstes. Und noch mal ein Zubat, natürlich. sehr, sehr gut.
Ja, wir hatten die Thematik ja schon häufiger, ne? Die Rüpel von Team Galactic sind ja ein bisschen einfallslos, ne, was ihre Pokémon angeht. Sehr gut. Ja, also das Luxtra und das Panferno, ne, sind ja jetzt so kurz vor Level 60. Das ist ja das, wo ich sage, das sollten wir anpeilen. Und das möglichst mit allen Pokémon, die wir haben. um dann auch irgendwann mal zur Pokémon-Liga zu gehen. Das heißt, wenn wir uns die anderen Pokémon einmal anschauen, dann haben wir echt noch einen weiten Weg, glaube ich, bis wir da irgendwann mal hinkommen. Man muss dazu sagen, hier bewegen wir uns ja auch bei Trainern. Also nee, die Pokémon liegen irgendwo bei Level 30. Es gibt halt auch nicht viel Erfahrungspunkte. Je nachdem, wo wir später hinkommen, finden wir das vielleicht nochmal ein bisschen schneller Schatten laufen lassen. Ich könnte heulen, das ist so traurig. Das war ein starkes Team, unfassbar. Ja, was ich eben meinte ist, ne, wenn wir auf bessere Trainer treffen mit besseren Pokémon vom Level her, dann bekommen wir auch mehr EP, daher, das kommt noch alles. Aufhören, das reicht. Als Combo seid ihr einfach eine Nummer zu groß für uns. Ihr beide und dazu noch eure Pokémon. Verschwinden wir, Partner. Du bringst es wieder mal auf den Punkt, Kumpel. Wir wissen ja nicht mal, wie der große Plan von Team Galactic überhaupt aussieht. Ja, Urs bedankt sich bei uns. Du hast mir da gerade echt geholfen. Schau mal, ich hätte hier ein Pokémon-Ei. Magst du es an dich nehmen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ich möchte, dass du dem Pokémon, das aus diesem Ei schlüpft, aus dem Ei schlüpfen wird, langsam die Welt zeigst. Okay. Wir könnten es auch mal ins Team nehmen, weil erst dann wird es ja auch irgendwann mal gebrütet, ne? Die Frage, wir wechseln uns erstmal gegen das Zyklop. Die gemeinsame Zeit mit dir ist wie im Flug vergangen. Jetzt will ich mein Können auch an anderen Orten unter Beweis stellen. Ich fände es schön, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen würden. Lass mich raten, du bist einer der Top 4 Trainer. Und wir sehen uns dann irgendwann da wieder. So, jetzt mal. Also ich werde aus dem Teil werde ich nicht ganz schlau, aber. Okay, fahren wir wieder hoch. Was ist hier? Ah, da ist auch ein Item. Das nehmen wir natürlich mal mit. Leuchtstein, aha, aha. Wir müssen sowieso mal gucken jetzt, ne? Die Steine, die wir haben. Wo wir mit denen eben eine Entwicklung, sage ich mal, ja, starten können, ne? Kommen wir eigentlich an, ne, hier kommen wir nicht. Was ist das jetzt? Also. Jetzt hätte ich natürlich mir merken sollen, wo wir vorhin hergegangen sind, ne? Aber ist das... Nee, hier waren wir nämlich noch nicht. Hier ist nämlich noch ein Item. Ah, da will noch wer kämpfen. Okay, ja, das machen wir noch. Das machen wir. Wir lassen den Schutz drauf. Ja, auch an Orten wie diesen schlage ich gern mein Zelt auf. Na und? Los, lass uns kämpfen. So, Camper Joshua. So, wir setzen Knirscher ein.
Wir wechseln mal. Blick hat das Roselia. Das nicht. Also, ob es jetzt weiterhilft, sagen wir es mal so. Das Gunkapu ist ja auch ein Gift-Pokémon, ne? Oder nicht? Guck mal. Nein! Das war ganz klassisch. Eingriff ins Klo. Bodenattacken, okay. Ja, komm, dann holen wir das Knackrack mal rein. So, jetzt aber. Krass. Ich hätte mich lieber aufs Camping konzentrieren sollen. So, dann... Eisenkugel, aha. Ja, komm, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach wieder raus hier. Mehr gibt es ja jetzt wohl offensichtlich auch hier nicht zu entdecken. Daher würde ich sagen, sprechen wir mit den Matrosen und fahren nach Fleetburg zurück. Und dann gucken wir mal, wo es dann gleich auch weitergeht. Ne? So, da wären wir wieder. Und eigentlich könnten wir jetzt auch die Karte nehmen und zum nächsten Punkt auch irgendwie hinfliegen, ne? So, das ist Windkraftwerk. Da könnten wir auf jeden Fall auch mal hoch dann. Denn mir kommt nämlich gerade in den Sinn, dass wir am Windkraftwerk ein spezielles Pokémon finden an einem Freitag. Und praktischerweise ist er heute. Daher würde ich doch sagen, machen wir uns doch mal auf den Weg dorthin. Oh, jetzt, das ist nämlich jetzt, was ich meinte, ne? Hier beispielsweise da vorne im Wasser. So, hier sind wir ja vorher sonst nicht rübergekommen. Ich weiß auch jetzt gar nicht, ob da überhaupt irgendwas ist, aber ja, doch, doch, doch. Waren wir schon mal? Nö. Da ist ein Item versteckt, sehr gut. So, dann geht's hier zurück. Müssen wir hier wieder in die Höhle? So, verwüsteter Pfad. Jetzt checken wir auch mal die Gegend ab. Tja, da ist nämlich auch noch ein Item. TM39 Felsgrab, sehr schön. So, hier könnten wir nochmal kurz schwimmen. Beziehungsweise surfen, natürlich. Dann können wir mal gucken, was wir hier oben Interessantes haben. Da ist noch ein Item. Hier ist auch noch ein Item, sehr gut. TM03 Aquawelle. So, ich will jetzt mal eben kurz schauen. Kann auch sein, dass ich einfach die falsche App hier habe, ne? Für irgendwelche Schätze. So, da ist der Kalender. Weiß es nicht, also. Keine Ahnung. Naja. Sei es drum. Wir gehen wieder zurück. So, und schauen wir jetzt gleich mal links, denn hier oben ist auch noch irgendwo. Also mindestens ein Item. Ja, wir wollen Schutz weiter einsetzen. Danke.
Wenn es hier nochmal eine TM ist, ne, dann... Aha, Gefäß voll Glücksrauch. So, dann geht's hier wieder runter. So, von hier sind wir gekommen, ne? Das heißt, wir gehen hier weiter. Dann geht's hier wieder raus. So, die Hülle müssten wir jetzt quasi sauber haben, oder? Wenn ich das so sagen kann. So, hier, glaube ich, waren wir aber auch schon mal, ne? Oder? Tag. Grüß dich, ich bin Lehrerin an der Trainerschule. Als solche suche ich immer nach Schülern für meine außerschulischen Sonderlektionen. Bevor es losgeht, gebe ich dir diese TMs. Kommen wir TM 78. Wie reagierst du, wenn dich jemand so richtig zusammenstaucht? Du schreckst zurück, oder? Das ist bei Pokémon nicht anders als bei uns Menschen. Deshalb führte so eine Standpauke dazu, dass der Spezialangriff des Gegners sinkt. Wie du sicher bereits weißt, lässt sich eine TM nur einmal verwenden. Ja, das wissen wir. Daher solltest du das Pokémon, auf das du sie anwenden willst, sorgfältig aussuchen. So, wir gehen hier weiter hoch. Ah, jetzt sind wir wieder in Flori. Brauchen wir noch irgendwas? Ne, wir brauchen jetzt erstmal keinen Schutz. Ist die Frage, ob wir hier mit den Leuten noch mal ein bisschen quatschen wollen, oder... Hier oben ist ja... Der eine See, ne? Nicht der See, hier, das hier, ne? Meinte ich, ja, genau. Hier ist ja auch der Baum. Da hatten wir mal Honig dran geschmiert, aber... Ich hab's, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Nein. Dass man... Honig dran schmieren muss an dem Baum und... Nach 6 Stunden... Erscheint dort wohl ein Pokémon. Und ja, nach 24 Stunden verschwindet das Pokémon aber auch wieder. Das heißt, man muss wirklich gucken, dass man nach 6 Stunden sich nochmal da hinsetzt und eben das Pokémon dann dort fängt. So, jetzt habe ich gerade vom Windkraftwerk gesprochen. Und hier sind wir dann auch, glaube ich, oder? Da ist es. Und jetzt müssten wir normalerweise... Haha, da ist es nämlich... Machen wir das mal weg. Es funktioniert tatsächlich. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass das stimmt, was ich gelesen habe. Dass das Drifter nur an einem Freitag hier zu sehen ist. Aber es stimmt. Drift! Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, das machen wir doch jetzt mal ganz schnell, oder? Danke. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. So, hier brauchen wir bestimmt nicht mehr reingehen. Jetzt könnten wir noch mal einen Blick auf die Karte werfen. Ich bin ein klein bisschen überfragt, wo wir überhaupt sind. So, hier ist Flori. Da waren wir eben, ist klar. So, wenn wir hier hochkommen, gehen ist der Ewigwald. Können wir natürlich auch noch mal nachgucken, ob wir vielleicht irgendwas dort übersehen haben. So, ich... Ich glaube, wir nehmen nochmal Topschutz. Boah, das geht aber auch schnell weg hier, ne? Also.
So, mit denen haben wir wohl offensichtlich schon alle gekämpft. Ah, das sieht doch danach aus, dass wir hier, als wenn wir hier noch nicht mal, noch nicht waren. So, langsam. Mensch. Schauen wir doch mal, wo wir hier hinkommen. Achso, wir kommen hier hin. Okay, was passiert hier? Aha. TM24 Donnerblitz, sehr schön. So, jetzt kommen wir natürlich auch nicht weiter hier, ne? Klar. Ah, okay. Können auch einfach da drunter her wieder schwimmen. Jetzt würde ich sagen, wir gehen aber nochmal hier zurück und schwimmen dann nochmal hoch. So, ja, wir möchten nochmal Topschutz anwenden. Mich verwirrt. Sind wir jetzt hier auf der großen Wiese quasi von dem Haus? Tatsächlich. Jo. Korn Wundersaal. Mhm. So, hier dürfen wir nicht runterspringen, weil sonst kommen wir nicht mehr. Hier ist noch ein Item. Sonst kommen wir nicht mehr zurück. Stein, sehr gut. So, nee, wir lassen das erstmal. Ich weiß gar nicht, sind hier auch Pokémon sonst? Also, wahrscheinlich nicht, ne? So, habe ich hier noch irgendwie ein Item übersehen? Ist natürlich nicht auszuschließen bei meinen Augen. Aber ich sehe jetzt nichts. Daher... Gehen wir wieder hier hoch. Mhm. Ja, das ist ja das, was ich meine, ne? Immer mal zwischendurch hier nochmal so ein bisschen die Gegend erkunden. Und natürlich auch dann, wenn man wirklich alle VM-Attacken beherrscht, ne? Also. Okay, was ist hier? Gut, das sind Beeren. Was ist das hier? Ryo-Hütte. Ich dachte, das wäre die eine Hütte, die da... Oh, keine Ahnung. Ah, okay, man kann auch nur dann hier über diesen Weg da rein. Guck mal, was wir hier haben. Was? Was geht denn hier ab? Das kenne ich auch noch aus vergangenen Pokémon-Spielen. Ich arbeite in einer feurigen Gießerei. Verbrenn dir nicht die Finger an mir. So, Arbeiter Dagobert. Ich war gespannt, was wir hier Interessantes noch irgendwie finden. Roselia steigt auf. Oh, sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Mein Feuer ist erloschen. Das ist nicht gut. Ja, ich würde auch sagen, dass wir hier nochmal eine Pause einlegen. In der nächsten Folge geht es hier auch an der gleichen Stelle weiter. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch finden, wen wir antreffen. Keine Ahnung. Wie gesagt, das in der nächsten Folge. Wenn euch das hier gefallen haben sollte, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einmal den Gefällt-mir-Button drückt. Wenn ihr in Zukunft keine weiteren Videos verpassen wollt, dann abonniert auch gerne den Kanal. Das war es jetzt erstmal soweit von mir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Habt noch eine gute Zeit. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.